Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, die Xbox 360 Version. Ich habe eben kurz mal aufgenommen und dann wollte ich eigentlich draußen was bauen. Und zwar wollte ich mal alles ein bisschen verschönern und so einen kleinen Weg bauen, da erkläre ich euch aber gleich nochmal genau. Und dann hat es erstmal voll angefangen zu laggen, weil meine Festplatte derbe voll war. Und dann kam noch dazu, dass ich nicht anfangen konnte, weil hier unten anscheinend so eine fette Höhle war. Und die habe ich dann jetzt mal ausgeleuchtet. Und während der Aufnahme habe ich mir dann so gedacht, das ist doch langweilig. Deswegen habe ich das jetzt nochmal gelöscht und nehme jetzt nochmal neu auf, weil ich wirklich... ja, einen ganzen Part lang dann da unten rumgerannt bin und irgendwie die Höhle ausgeleuchtet habe. Und das war jetzt nicht so interessant. Und ja, da wollte ich euch ersparen, deswegen. Oh Gott. Gott sei Dank. Machen wir jetzt weiter. Und zwar werde ich jetzt endlich mal anfangen, hier diesen Weg zu bauen. Ich wollte nämlich einen Weg von hier nach da hinten bauen und dann so eine kleine Brücke zum Dorf rüber. So eine Brücke könnte man vielleicht noch hinten raus machen. Vielleicht noch da, ich weiß es noch nicht. Aber hier kommt ja auch noch ein Haus hin. Ja, der Turm ist wie gesagt noch nicht da. Weil ich immer noch nicht, ja, gebaut habe, weil ich irgendwie dumm bin. Jetzt muss ich mir gerade so überlegen, habe ich den Timer gestartet? Ja, habe ich gerade eben gemacht, ne? Standardspruch, ja, habe ich gemacht. Boah, wie ich das immer wieder vergesse. Super kurzer Gedächtnis. Und ja, ich habe jetzt 31 Level, könnt mir also was verzaubern. Habe mir aber eben in der Aufnahme, dazu entschlossen, dass ich doch noch nichts verzauber, weil ich ja... ja, meine Spitzhacke ist bald kaputt und ja, entweder mache ich das jetzt so, dass ich die Bücher verzauber. Aber es gibt hier doch noch gar keinen Amboss, also kann man die Bücher noch gar nicht verzaubern, oder? Nö, kann man nicht, weil ich habe nämlich im Create, genau, da erinnere ich mich noch, erinnere ich mich nämlich noch dran. Ich musste ja die ganzen Items, die ich hier hatte, also die verzauberten, musste ich per Zufall nochmal so verzaubern, dass die so sind wie in dem Let's Play davor. Weil es hier noch keine Bücher und so gibt und man sich aussuchen kann, was man verzaubert kriegt. Das war so ein bisschen doof. So, und ich baue das hier jetzt erstmal. Also spare ich jetzt die Level noch für eine neue Spitzhacke und hoffe mal, dass die gut wird. Weil wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, irgendwie einen Bogen oder so verzauber, dann habe ich nicht so viel davon. Und erst nimmt dann meine Spitzhacke bald kaputt und dann ist sie weg und dann ist alles scheiße. Ich habe immer noch keine Spitzhacke mit Behutsamkeit gekriegt, ey. So schlimm. Lalalala. Mein Gott. Heute habe ich mir auch gar nicht so wirklich Themen rausgesucht, ganz einfach, weil ich irgendwie... ja, wir haben ja letztens in den Parts ganz viel über Themen geredet und jetzt wollte ich erstmal nochmal ein bisschen mich auf Bauen konzentrieren. Vielleicht fallen mir zwischendurch nochmal ein paar Themen ein. Ihr könnt auch immer gerne Themen schreiben, das ist sehr gerne gesehen. Aber dann müsst ihr auch davor schreiben, Themenvorschlag oder so. Weil wenn ihr jetzt irgendwie schreibt, keine Ahnung, Weltkrieg oder so, das habe ich schon mal gesagt, dann denke ich mir so, hä, wie, was ist denn jetzt los? Ihr müsst dann schreiben, rede doch mal als Thema über das und das. Und nicht einfach irgendwie ein Stichwort da reinschreiben, weil ich verstehe überhaupt nie, was gemeint ist. Das machen aber allgemein die ganzen Abonnenten oft. Also nicht nur bei mir, sondern überall. Dadurch im Part irgendwas frage, so, keine Ahnung, hä, wie kann man nochmal das bauen? Und dann erklärt die mir das in den Kommentaren irgendwie so, keine Ahnung, erklärt mir da irgendwas. Und ich denke mir, hä, was hat denn jetzt? Weil ich ja nicht mehr weiß, keine Ahnung, dass ich das in dem Part gefragt habe. Die Parts sind ja meistens schon ein paar Tage her, seit ich die aufgenommen habe. Und ich gucke mir die nicht vorher nochmal an, bevor ich die hochlade. Deswegen weiß ich nie, keine Ahnung, wenn ihr jetzt einfach so irgendwas Randomhaftes schreibt, dann weiß ich nie, hä, was meint denn jetzt? Dann müsst ihr schon dabei schreiben, keine Ahnung, zu deiner Frage. Und dann irgendwie erklärt ihr mir das und einfach so random in die Kommentare schreiben. Dann denke ich mir so, hä? Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Der Lustige ist, ich weiß gar nicht mehr, wie die alte Keys-Textur aussieht. Das ist mir gerade aufgefallen. Ich habe mir gerade überlegt, so, wie sieht die nochmal aus? Wie war die nochmal? Hab ich voll vergessen. Mu. Sagte die Kuh. Oh, hätte ich doch noch ein bisschen mehr Kies mitholen sollen. Obwohl, so viel mehr brauche ich jetzt auch nicht. Ich denke, ich werde außen hier noch was dran machen, weil das jetzt doch schon ein bisschen lame aussieht. Ja, ich denke, kommt außen noch so irgendein anderer Stein hin. Vielleicht der da, vielleicht, was habe ich denn da hinten nochmal? Ich glaube, ich habe da hinten auch den Half-Step-Stein, ne? Ja, sieht so aus. Habe ich jetzt auch total genau gesehen und so. Ja, dann hole ich den. Obwohl, habe ich davon überhaupt noch welchen? Ich weiß es nicht. Ich habe aber genug Clean Stone. Eine ganze Kiste voll. Dann hole ich jetzt mal davon und werde... obwohl, sollte ich vielleicht erstmal testen, wie das aussieht. Nee. Nee. Was habe ich hier oben noch drin, ne? Oh Gott. Viel zu viel. Ja, das ist viel. Aber dafür kann ich mir dann auch viel aus den anderen machen. So. Von den anderen machen, also von hier den Dingern. Ihr wisst, was ich meine. So, jetzt ist mein Inventar voll, oder was?
Oh. Dreck. Also ich erkläre das nochmal kurz gerne mit dem Lager, wie das jetzt funktioniert. Hier oben sind die meisten Kisten, außer die werde ich bald noch umräumen, jetzt leer. Und ich werde das halt ganz normal wieder hier oben reinfüllen. Und wenn dann hier die Kisten voll sind, dann fülle ich das unten rein. Weil unten, das ist wirklich nur ein Lager, wo alles gelagert wird. Und hier oben ist dann das Schnelllager, sage ich mal, wo man vorbeirennt, Sachen holt und so. Unten, das ist wirklich nur, wo ich Sachen verstauen kann und dann immer wieder rauskramen. Also da werde ich nicht so oft hinlaufen, denke ich mal. Warum habe ich eigentlich nicht sofort... Obwohl, nee, ich brauche ja gar nicht mehr, ne? Doch, klar, Holz. Ah ne, ich wollte erstmal den Weg hier fertig bauen, genau. Bevor ich nämlich die Brücke darüber baue, die ich denke ich aus Holz machen werde, oder auch aus den Steinen hier aus dem Half-Slips, die werde ich erst bauen, wenn ich hier den Weg und die ganze Deko fertig habe. Lalalala. Ich habe jetzt auch ganz viel Bone Meal mitgeholt, damit ich hier so ein bisschen, ja, Wiese spawnen kann, weil das sieht ja doch schon ein bisschen kahl aus, ne? Du Kacke. Und die Bäume werde ich auch erstmal natürlich pflanzen, nur ob ich die dann halt lasse, so wie sie sind, wird sich entscheiden. Wenn jetzt natürlich so Riesenbäume rauskommen, dann lasse ich die natürlich nicht so. Ich werde die dann noch anpassen, alles und so weiter. Ich werde die dann noch anpassen, alles und so weiter. Also heute können wir mir echt in den Müll hauen. Ich hätte echt erstmal gucken sollen, wie das aussieht. Ja, sieht gut aus. Weil anderes kann ich ja auch jetzt schlecht sagen, ne? Nam nam nam. So. Und schon leer. Gut, dann war das doch schlau von mir, so viele davon zu bauen. Ich hätte vielleicht noch ein paar mehr bauen sollen. So. Hier kann ich ja schon mal stacken. Ja doch, das dürfte eigentlich reichen. Ich habe jetzt ein bisschen mehr als einen Stack gebraucht. Und ich habe noch einen und 42. Das dürfte gehen. Ich habe nur einen Stack und 42 Stacks. Und noch einen Stack und 42 von ein paar Steps. Das macht Spaß, yay. Ich hätte ja gern schon irgendwie so eine Super-Speed-Schaufel, ne? Also so eine Effizienz 5, Effizienz 4, keine Ahnung, was das höchste ist, Schaufel. Die dann so, da machst du einmal so, und dann ist alles weg. Die wäre gerade hier sehr praktisch. So. Ich wollte auch nochmal was fragen, und zwar, wenn ich jetzt hier so das Gras am Abbauen bin und gleichzeitig rede, hört man mich dann laut genug? Weil das ist, in meinen Ohren ist das schon recht laut, wie ich dann das Gras da abbaue. Und ich weiß nicht, ob man mich dann noch gut versteht. Ihr könnt ja mal zurückspulen und euch das dann mal anhören. Das wäre auch nett, wenn ihr jetzt schreiben könntet. So. Und so viele haben schon wieder geschrieben, ich soll einfach mal mein Haus abreißen und nochmal ein neues bauen. Warum denn? Ich habe doch so lange da dran gebaut. Warum soll ich das nochmal komplett wegmachen? Ich meine, wenn ich jetzt hier mit dem ganzen Scheiß fertig bin, dann kann ich meinetwegen irgendwann nochmal ein bisschen weiter weggehen und woanders was bauen. Aber erstens muss ich dafür auf das neue Update warten, weil ich ja die Welt noch nicht so weit erkunden will. Und zweitens will ich hier erstmal, ich bin ja hier noch gar nicht fertig. Warum soll ich denn jetzt direkt nochmal was Neues anfangen? Ich habe schon zu viele Projekte, die ich nicht fertig gebaut habe. Und ja, warum soll ich dann nochmal was Neues bauen? Und da kann ich ja auch nochmal was hinbauen. Ein fettes Haus. Also da dürfte es nicht dran mangeln an, ja, Häusern. Gut, jetzt bin ich gerade am überlegen, hier sollen ja dann schon noch irgendwie so, sollen hier dann so Laternen hin, oder? Ich bin gerade am überlegen, entweder ich wollte aber hier gerne so Bäume hinbauen. Gut, ich kann ja die Laternen hier hinbauen und dann die Bäume, dann hängt das so, dann hängt das hier drauf und hast du das... Sieht ein bisschen nah aus, ne? Dann würde ich hier die Laternen hinbauen und die Bäume dann dahin, oder was? Ah. Das Dumme ist, man muss am besten immer alles insgesamt sehen, damit man überhaupt entscheiden kann, ob das gut aussieht oder nicht. Und deswegen muss ich jetzt nochmal runtergehen und nochmal ganz viel Zeug holen. Oh. Das siehst du überhaupt nicht nervig. Aber warum ist mein Inventar schon wieder so hardcore voll? Macht er jetzt erstmal komplett leer. La 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 la. Ja. Es müsste hierbei auch so einen Knopf geben wie bei Terraria. Wo man dann einfach alles, was man im Inventar hat und was schon in der Kiste ist, so automatisch einräumt. Und nicht nur immer eins, wenn man hier zum Beispiel jetzt Y drauf drückt. Wo ist denn das Gammelfleisch hin? Ach, das ist bei Mubdrup, ne? Uff. Ich bin ein Hund. So. Davon habe ich noch was. Erde.
die da ist. Das ist nur ein bisschen verwirrend. So. Ich habe zwar gesagt, dass ich das erst oben einlage, aber wenn ich eh schon hier unten bin, dann kann ich das auch so machen, ne? Davon. Die Kohle kann ich wegtun und die Steine. Viel zu viele von. Steine, Steine, Steine. Steine, Steine. Den Kies kann ich noch behalten. Steine. Kohle, Eisen. Und die Half-Steps. Ich hole jetzt erstmal mit. Die Kohle kann ich oben in den Ofen tun. Wee, und die Wand, das sieht noch sehr kahl aus. Ich weiß, vielleicht werde ich da auch noch so ein... Keine Ahnung, vielleicht wird hier auch noch ein Gang oder so ein kleines Kellerding entstehen. Also hier rein, dann ist da noch so ein Gang. Dann sind dahinter praktisch noch mal ein paar Räume. Dann hätte man mehr Platz. Dann ist praktisch unter der... Obwohl, das wäre ein bisschen problematisch, weil dann, wenn dann unter der Eingangshalle, da ist ja... Da das ganze Zeug, ne? Da könnte ich mit kollidieren. Dann mache ich das doch lieber nicht. Hoffentlich denke ich da auch dran. So, hier, die Scheiße kommt erstmal weg. Dann kommt da rein. Und jetzt ist schon wieder Nacht, oder? Oh, boah. Mir kommt das echt so vor, als wäre dauerhaft Nacht. Immer. Immer. Voll wie schlagartig, dass immer Nacht wird. Immer noch voll hell. Und ich habe was vergessen. Und zwar habe ich vergessen, Torben und Hendrik hier rein zu spawnen. Die zwei Schafe, die oben in meinem Pool rumgammeln. Da muss ich unbedingt noch nachholen, ey. Und ich immer im Bett festhänge, wenn ich aufstehe. Schlimm. Warum bin ich eigentlich runtergegangen, habe nichts geholt, bin wieder hochgegangen? Ich wollte doch die Zäune und alles holen. Zaun. Ich denke anstatt Glowstone hole ich jetzt erstmal irgendwie einen anderen Stein. Wie viel Glowstone habe ich eigentlich noch? Ah, das ist gar nicht hier oben drin, ne? Ja genau, anstatt Glowstone hole ich jetzt erstmal Pflasterstein, weil ich will das jetzt nicht direkt voll verballern. Uah, falscher Weg. Fast wieder in den Keller gelatscht. So. Gut. Wie viel? Oh Gott, schluck auf, wie viel Abstand denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte mal, das ist jetzt hier mehr, ne? Obwohl, das sieht nur so aus. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oh, ich bin so ein behindertes Kackkind. Ich sollte auch 6 zählen, nicht 5. Ich bin so dumm. Weißt du, man kann schon wenig falsch machen. Was mache ich? Mach das, was man falsch machen kann, falsch. So richtig schlicht. 1, 2, 3, 4, 5. Achso, deswegen habe ich das gemacht, weil ich dann weitergezählt habe. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut. Jetzt frage ich mich nur, ob das von beiden Seiten vielleicht ein bisschen extrem wirkt. Eigentlich ist das auch... Ist das zu viel? Man sollte den Abstand vielleicht noch ein bisschen größer machen. Ja. Ja, ich denke schon. Das ist irgendwie... Ein bisschen zu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8? Ja, okay, 8. Komm, machen wir 8. Erstmal alles einreißen. Sonst komme ich schnell wieder durcheinander. Pass auf, 8 gefällt mir jetzt, dann mache ich 7, weil das zu viel war. Und dann habe ich wieder total viel Zeit verbraucht. Aber so nah beieinander müssen die echt nicht sein. Ist zwar von der Helligkeit dann her gut, aber ich denke, das sieht ein bisschen scheiße aus. Oh, voll gegen großen Pranger geklatscht. Sorry. Das macht unschöne Geräusche. Und meine Nase juckt. Warum juckt meine Nase immer bei Minecraft? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das ist besser. Das ist besser. Ich sollte jetzt aber vielleicht erstmal gucken, wie das aussieht von der Höhe her. Nicht schon direkt. Warum mache ich das eigentlich so kompliziert? Ich kann einfach so machen. Das geht ein bisschen schneller. Jo. Ist das auch klar? Ist das auch klar? Ja doch, das ist gut. Das ist gut. So ein Problem, wie komme ich immer da oben dran? Im Kreativmod war das alles einfacher. So. So.